Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Unity. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Und bevor ich jetzt hier gerade weitermache, möchte ich mal ganz kurz ganz sicher gehen, dass ich das richtig sage. Weil ich habe natürlich, ich möchte natürlich Kommentare auch honorieren. Der Yannick hat geschrieben zum Thema, was ich hatte, was euer Rat an die nächste Generation wäre. Lebe im Moment und vergleiche dich nicht mit anderen, was ich auch einen sehr schönen Rat finde. Ich meine, man hat halt nur einen, das war ja die Prämisse, man hat nur einen Rat, den man weitergeben kann. Wenn ich jetzt mehrere geben könnte, dann würde das vielleicht auch dabei sein. Das ist beunruhigend, wirklich äußerst beunruhigend. Ja, sehr beunruhigend. Ich kann einfach nicht ohne sie weg. Die Unterlagen des Comte de Cassini aus der Pariser Sternwarte bergen. Ich bin der Comte Cassini. Bis vor ein paar Monaten war ich der Leiter des Pariser Observatoriums. Die Nationalversammlung mischt sich in alles ein. Wir sind gezwungen... Jean-Dominique Cassini. Cassini wurde am 30. Juni 1748 im Pariser Observatorium geboren. Er stammte aus einer Gelehrtenfamilie und wurde Astronom. 1770 schrieb er sich an der Akademie Royale ein und übernahm später nach und nach den Platz seines Vaters an der Pariser Sternwarte. Während der Revolution wurde Cassini damit beauftragt, das System der Maßeinheiten neu zu überdenken. Also machte er sich daran, das metrische System zu entwickeln. Cassini war auch an der Erstellung einer allgemeinen Karte Frankreichs beteiligt. Sein aristokratischer Hintergrund sorgte für einen Konflikt mit der Nationalversammlung, die sich seinen Plänen für die Sternwarte zu widersetzen begann. Er trat schließlich von seinem Amt zurück und wurde anschließend inhaftiert. Als man ihn 7 Monate später freiließ, zog er sich in sein Château de Thury in der Provinz zurück. Zu fliehen. Doch ich habe törichterweise äußerst wichtige Aufzeichnungen im Observatorium gelassen. Es wäre wunderbar, wenn ihr mir diese bringen könntet. Warum sprichst du, warum beendest du für ihn die Sätze? Was ist das denn? Weirde Leute. Ganz weirde Leute hier. Und warum bewachen das eigentlich die? Sind das nicht die Royalisten hier? Naja. So, aber zum Thema. Weil ich meine, das kann ich ja direkt als Thema nutzen mit dem. Eigentlich ist das lustigerweise, passt es ja zu dem, was ich gesagt habe, dass wir alle so ein bisschen egoistisch sind, ne? Wenn man nicht auf andere gucken sollte und sich nicht mit anderen vergleichen sollte und sowas. Ich meine, so ein bisschen passt es ja auch dazu, dass man ein bisschen Egoist sein sollte und nur auf sich selbst erst gucken soll. Aber ich meine, so ist es nicht gemeint. Das weiß ich ja. Guck mir auf dich selbst. Nee, es geht darum, dass du dich nicht immer mit anderen vergleichst, dass du nicht immer dich klein redest und schlecht redest. Oh, Assassinenrang, wir sind fortgeschrittener Veteran. Dich selber schlecht redest und sowas, weil du denkst, andere sind besser oder so. Ich meine, ein bisschen sollte man schon auf andere gucken, wenn man sich inspirieren lassen möchte als Künstler und sowas, macht das ja schon durchaus Sinn, sich auch von anderen Leuten inspirieren zu lassen. So wie ich mich halt immer wieder jedes Mal vom Frühling inspirieren lasse für einen Frühlingsputz. Was für ein Themenübergang, oder? Einige Leute, die mich kennen, wissen das gerade auch schon, dass ich gerade am Frühlingsputz machen bin. Ich meine, es hat... Ich finde... Ist ein cooles Gefühl, wenn man so einen Frühlingsputz macht und einfach das ganze Haus riecht toll. Ich meine, da bin ich leider noch nicht an dem Punkt, weil ich halt nicht so viel Zeit habe. Ich muss das halt immer abends machen. Ich habe jetzt die letzten 4 Tage oder so nicht gestreamt. Deswegen, weil ich halt immer abends Frühjahrsputz gemacht habe. Aber ich sag mal so, das ist ja auch irgendwann vorbei, ne? Irgendwann ist halt ja auch durch mit dem Frühjahrsputz. Und dann hoffentlich ist alles schön und riecht toll. Einfach mal alle Klamotten sauber machen, alle Bettwäsche, jede dreckige Wäsche, die irgendwie mal zurückgeblieben ist, Dachboden vielleicht mal frei machen, aufräumen, alle Zimmer perfekt sauber machen, jede Fläche komplett entstauben und säubern, ne? Komplett, egal was, also nichts vergessen, alles wird sauber gemacht. Alles. Alles, was man vielleicht mal vor sich hergeschoben hat, alles wird sauber gemacht. Und so muss es sein. Scheiße! Wer lässt dir wen ausbluten? Ich lass dich ausbluten. Guck mal, ich lass dich so Ananas. Ach ja. Das ist sogar da oben. Guck mal einer an. Das ist seltsam. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ganz schön seltsam.
Ich hab meinen Spaß hier. Warum klettert der eigentlich manchmal nicht weiter hoch? Das ist ein Luftattentat gewesen. Seht ihr das? Das sollte ein Luftattentat gerade sein. Fragt mich nicht, warum das ein Luftattentat war. Aua, das tut weh. Das ist nicht sehr nett. Das ist nicht nett, weil ich komme da halt. Ich muss da hoch. Aber wenn ich da nicht hochgehe, tötet er mich einfach. So. Das war ein ziemlich nicer Move gerade. Macht ihr gerade auch Frühlingspots? Könnt ihr ja auch mal schreiben. Nee, aber dass man nicht auf andere so. Also. Ich weiß nicht. Ich würde da schon Ausnahmen von machen, würde ich sagen. So ein bisschen Ausnahmen muss man dann aber schon machen. Ja, Kunst wäre so ein Beispiel. Ne? Wenn man sich von anderen inspirieren lassen möchte, sollte man vielleicht schon mal so auf andere schauen. Zu schauen, was die so machen, was die für Ideen haben. Wenn es um Moral geht, ist vielleicht auch mal ganz sinnvoll, sich in der Gesellschaft umzuschauen. Aber dann, ich meine, der Rat geht ja nicht darum, dass man sich nicht in der Gesellschaft umschauen soll, nur dass man sich nicht direkt mit anderen immer vergleichen sollte. Ne? Und dieses Typische, was man halt auch kennt, so, wenn man sich in Werbung anschaut und so und da sehr attraktive Frauen sind und man dann vielleicht selbst nicht so eine attraktive Frau ist, dass man sich dann immer die ganze Zeit klein redet, nur weil die halt in der Werbung alle so hübsch aussehen, obwohl das alles doch Photoshop und Videobearbeitung ist, größtenteils. Ich meine, es gibt sicherlich auch sehr, sehr, sehr hübsche Frauen und aber nicht jeder ist halt so. Oder auch Männer, übrigens. Diese Aufzeichnungen bestätigen einige meiner Theorien. Was mein Mann damit sagen möchte, vielen Dank für eure Hilfe. Lass uns gehen, meine Liebe. Solange wir noch können. Wenn ich mir so manche Männer angucke, bin ich auch ganz neidisch. Aber sollte man halt nicht sein. Ne? Man sollte sich auf sich selbst konzentrieren und versuchen, das Beste aus seinem Leben zu machen. Ja, aber ich wollte das halt honorieren, dass ich das mal erwähne, ne? Den Kommentar, und mich dafür bedanke, natürlich. Und da kurz drüber quatschen ein bisschen. Und sogar verwoben mit dem Frühjahrsputzthema. Ich meine, ich werde morgen vermutlich auch wieder nicht streamen, ich weiß es nicht. Weil Frühjahrsputz dauert bestimmt eine Woche bei mir. Das sind bestimmt 2 Wochen insgesamt Zeit. Weil das Ding ist ja jetzt, meine Schwester ist ja ausgezogen. Das heißt, ich habe jetzt das Problem, dass ich mich um das ganze Haus alleine kümmern muss. Wo kann mein Mann nur stecken? Die chemische Revolution. Den bekannten Chemiker Antoine Lavoisier retten und seine Formel bergen. Madame Lavoisier, was ist geschehen? Mein Mann und ich wollten gerade ein Experiment mit giftigem Gas durchführen. Doch ging ich spazieren und kam nicht zurück. Weil Kippen holen. Ich bin äußerst besorgt wegen dieser Anhänger von Marat. Alles Schurken und Halunken. Man findet sie häufig beim Pantheon. Keine Sorge, ich finde ihn. Ach, ich wollte schon sagen, da will ich aber einen Eintrag haben. Madame Lavoisier, Marie-Anne Pirette Paulse wurde 1758 geboren und heiratete mit gerade einmal 13 Jahren Antoine Larot Lavoisier, jeden Chemiker, der für sein Massenerhaltungsgesetz berühmt werden sollte. Sie folgte dem Interesse ihres Gatten und begann selbst mit einem ernsthaften Studium der Chemie, sodass sie im Anschluss eine aktive Rolle bei den wissenschaftlichen Experimenten und Entdeckungen ihres Ehemanns spielte. Zusätzlich zu ihrer Arbeit im Labor übersetzte sie Bücher aus dem Englischen ins Französische, wodurch Antoine Laurent seine wissenschaftlichen Kenntnisse erweitern konnte. Nach der Hinrichtung ihres Mannes protestierte sie vehement gegen die willkürliche Art des Verfahrens. Pflichtbewusst bewahrte sie das Andenken an ihren Gatten für die Nachwelt, indem sie seine Unterlagen sorgsam zusammenstellte und die posthume Veröffentlichung seiner Memoiren organisierte. Wir wurden ja gespoilert, der ist jetzt tot. Oder vielleicht ist er noch nicht tot. Wir retten ihn jetzt, aber keine Ahnung. Oder er ist jetzt schon zu spät. Das kann natürlich alles sein. Man weiß es nie. Oder vielleicht stellt er sich als Templer raus und ich muss ihn töten und sie sich einverstanden mit dem, was ich getan habe. Das kann alles sein. Viele Möglichkeiten hier bei Assassin's Creed Unity. Ach ja. Man muss immer diese Parts lieben, wo ich gerade frisch aufnehme, wo ich so richtig motiviert bin und noch viel Quatsch und so. Aber das Lustige ist, dieser Part mit dem Rad und sowas für die nächste Generation und sowas, ich glaube, das ist der einzige Part von Assassin's Creed Unity, den Dislike hat. Aber das habe ich mir gedacht, bei so Themen ist es immer ein bisschen schwierig. Ich habe ja auch Klimakleber erwähnt und dies und das. Ich wollte das jetzt nicht disrespektierlich machen. Ne? Das sind Leute, die kämpfen natürlich
ob die Mittel so okay sind, das will ich gar nicht bewerten, aber die kämpfen natürlich dafür, dass die Welt ein bisschen fairer wird. Ich meine, man kann kleine Kämpfe immer gewinnen, aber einen großen Kampf mit der Inhärenz der Welt, die wirst du nicht gewinnen, den Kampf. Das glaube ich nicht. Die Welt wird sich nicht in der Art und Weise grundlegend verändern, weil der Mensch sich nicht grundlegend verändern wird. Und weil die Naturgesetze sich nicht grundlegend verändern werden. Ich meine, im Kleinen gibt es immer die Aufopferung des Egoismus. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel verheiratet bist oder auch in einer Beziehung, dass sich ein Beziehungspartner vor jemanden wirft, wenn der gerade quasi einer großen Gefahr ausgesetzt ist, wie zum Beispiel eine Pistole oder sonst sowas. Ich meine, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Also. Da gibt man halt den Egoismus dann auch für jemand anderen, aber das ist ja im Kleinen, ne? Das ist ja nicht im Großen. Die hat ihren Korb da gelassen. Erklärt euch, Bürger. Hatte diese kleine Übung in Unhöflichkeit einen Sinn? Le pamphlet de l'ABCS, le père de la Constituante. Enfin, réédité, enrichi, augmenté. Ich hoffe, der dreht sich nicht um. Was ist denn für ein Arsch? Und wo soll man sich denn hier verstecken? Mein Gott, die Mistgabel-Crew ist da. Wie lange soll man den denn verfolgen? Die Mistgabeln, da kommen die Fackeln. Jetzt kommen die Mistgabeln, jetzt kommen die Fackeln. Oh Mann, ey. Aber wie sind Verfolgungsmissionen nicht mehr so wie früher bei Assassin's Creed, ne? Die schauen sich nie um und nix. Darf nur hinterherlaufen, ne? Muss man nicht tun. Einfach langsam hinterherlaufen. Mann, ist das spannend. Ich dachte gerade kurz, er würde sich umschauen, aber nee. Der läuft einfach weiter seines Weges. Boah, verfolgen wir den durch ganz Paris oder was? Allons, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, monsieur, pour quelle quantité? Ich halte nichts von solchen Ausbrüchen in meinem Viertel, Bürger. Dass sowas ja nicht wieder vorkommt. Oh Mann, ey.
À votre bon cœur, monsieur Dan. Pour un vétéran qui a aidé nos amis d'Amérique à se libérer du jour de la chance. Sind wir die Mistgabeln und Fackeln. Nee, aber dass das so lange dauert, fühlt sich eher an wie ein Bug gerade. Sind wir am Ziel? Nee. Jetzt dreht er sich auf einmal um. Aber hier sind wir am Ziel, okay. Da vorne ist die Sperrzone. Komm hier rüber! Ich geb dir meine berühmte Zahnexplosion! Komm her! Ich schneide dich auf wie den Rest dieser Kette! Faut l'envoyer à Bicêtre. Pass auf, Alter. Dieses Gekritzel hilft uns nicht weiter. Wie funktioniert das? Kein Geld. Ich dreh dich um! Die haben meine Formel. Wir müssen sie aufhalten. Die Rauchbomben, die ich für euch Assassinen gemacht habe, ich habe sie mit Gift versehen. Einer der Kerle hier hat die Formel. Ich finde sie. Geht und beruhigt eure Frau. Was ist das denn? Verräter! Oh. Antoine Lavoisier, der größte Chemiker des 18. Jahrhunderts und Urheber des Massenhaltungsgesetzes. Nichts geht verloren, nichts wird erschaffen, alles wird verwandelt. Lavoisier leistete auch bedeutende Beiträge zur Erforschung der Verbrennung, einschließlich des Nachweises der Existenz von Sauerstoff und Wasserstoff, sowie Pionierarbeit bei der Klassifikation der Elemente. Erst Einstein sollte die Welt besser erklären können als er. Was die Revolution anbelangte, war Lavoisier ein Unterstützer neuer philosophischer Ideen und einer neuen gesellschaftlichen Ordnung. Er machte sich für die Einführung einer Sozialversicherung, Rentenfonds für ältere Mitbürger, die Abschaffung des Frondienstes für die Bauern sowie den Freihandel stark. Sowohl vor als auch während der Revolution diente er im Schießpulverausschuss, was die Qualität der französischen Munition deutlich verbesserte. Als ehemaliges Mitglied der Ferme Générale, ein privates Steuereinzugssystem unter der Monarchie, war Lavoisier den radikalen Revolutionären jedoch zuwider und wurde vom Konvent zum Verräter erklärt. 1794 sollte Lavoisier schließlich inhaftiert werden, da er gerade Experimente in seinem Labor im Arsenal de Paris durchführte, bat er um einige Tage Aufschub, um seine Arbeit fortsetzen zu können. Der Richter verweigerte ihm dies mit den Worten, die Republik braucht weder Wissenschaftler noch Chemiker, und schickte ihn aufs Schafott. Lavoisiers Ehefrau Marie Anne arbeitete an der Seite ihres Gatten im Labor als Übersetzerin und Assistentin. Es ist größtenteils ihr zu verdanken, dass sein Erbe als Wissenschaftler nach der Revolution erhalten blieb. Ah. Da seht ihr mal ein bisschen Geschichtsfacts. Da muss ich nicht recherchieren, das glaube ich im Spiel, dass das so stimmt. Das glaube ich. Oh mein Gott, wie viele sind das denn bitte? Muss ich die alle? Wir müssen jemanden. Oha. Habe ich eine Gasmaske? Oh mein Gott. Und jetzt? Aus dem Gebiet fliehen. Was soll die Formel stehlen? Ich verstehe die Mission gerade nicht so wirklich. So, schnell stehlen. Da gucken mich irgendwelche Leute an. So. Mit Lavoisier sprechen, okay. Mit der Frau, ne? Ja, ja. Das wird aber ein weiter Weg jetzt, wenn wir so lange verfolgt haben. Schauen wir mal. Der Mann ist, glaube ich, gar nicht mehr da drin.
Na gut. Wie viel Meter? 400. Wir haben den 400 Meter lang verfolgt. Das erklärt, warum das so lange gedauert hat. Das erklärt, warum das so ewig lange gedauert hat, ihn zu verfolgen. Ja. Ja, nach oben. Nach unten. Lasst mich in Ruhe. Nach oben. Nach unten. Oh, nicht gegen die laufen. Das würde nicht gut enden. Oh, ihre Truhe ist voll. Das ist nicht gut. Müssen uns gleich drum kümmern. Ich brauche das Geld. Wobei, brauche ich das Geld noch? Ja, schon. Für 100% würde ich es noch brauchen. Um alle legendären Items und so zu kaufen. Und wann muss man sie alle kaufen, oder? Ein langer Weg. Ah, das ist doch der Herr. Anu, wir sind so froh, euch zu sehen. Mein guter Herr. Doch. Ist die Formel in Sicherheit? Wir wussten, auf euch ist Verlass. Ist hier passé quelque chose? Auriez-vous besoin d'aide? Nice. Wenn ich jetzt loslasse, ich dachte, ich bin da unter der Erde. Oh Mann. Das fühle ich manchmal ein bisschen komisch. Ja, eine der Missionen hat für hier oben gezählt. Übrigens, bei uns fehlte hier noch eine. Und hier ist noch eine. Die jetzt nicht mehr irgendwie für dieses Gebiet zählen kann, sondern für ein anderes Gebiet. Vermutlich für das hier. Da haben wir hier auch die 4 von 4 voll. Hier fehlen es noch 2. Keine Ahnung, was die sind. Und hier fehlen es auch nochmal 3. Keine Ahnung, was das für welche sind. Vermutlich welche, die wir dann erst freischalten mit der Zeit. Genau. Wir müssen aber die Truhe machen. Die Truhe ist ganz, ganz, ganz wichtig. Heute ist wirklich fabelhaftes Wetter. Ja, heute war wirklich schönes Wetter. Habt ihr eigentlich schon die neue Fallout-Serie geguckt? Ich habe sie noch nicht geschaut. Anständiger Profit. Muss man vielleicht mal gucken am Wochenende oder so, ob ich die schaue. Ich erwarte aber nicht so viel, leider. Ich meine, es ist immer noch Amazon. Wohl auch Amazon, ne? Ja. Ich meine, Rings of Power fand ich schon nicht so toll. Und falls ihr fragt, das lag nicht an der schwarzen Zwergin oder an den schwarzen Helmen. Daran lag es, dass ich Rings of Power nicht mochte. Ich fand, die Story war nicht gut. Ich fand, Galadriel war absolut unsympathisch. Ganz, ganz schlechter Charakter. Unglaubwürdige Charakterentwicklungen. Und alles irgendwie sehr... Es wirkte nicht clever, sagen wir es mal so. Karmeliter-Nonnen. Nonnen müssen vor einer aufgebrachten Menge verteidigt werden. Die Nationalgarde eskortiert eine Gruppe Nonnen, doch die Menge wird sie gleich angreifen. Das überleben sie nicht. Die eidverweigernden Priester. Am 12. Juli 1790 wurde die Zivil- Verfassung des Klerus eingeführt. Dieses Gesetz schrieb fest, dass Gottes Vertreter auf Erden nicht mehr dem Papst in Rom Rechenschaft schuldig waren, sondern stattdessen Frankreich und seiner Revolutionsregierung. Sie sollten daher auch vom Staat überwacht und bezahlt werden. So wurde die Kirche zu einem Teil der französischen Verwaltung, die wiederum für die Treue ihrer Repräsentanten gegenüber den Werten der Revolution sorgen wollte. Wer
die neue Ordnung annahmen, schwor der Nation, dem Recht und dem König einen feierlichen Eid. Bei vielen Priestern stießen diese Reformen nur auf wenig Gegenliebe und sie weigerten sich, den Eid zu leisten. Bereits einen Tag nach diesem Erlass schickte Papst Pius VI. Eine Botschaft zu seiner Verdammung. Wer diesen Eid ablehnte, wurde als Eidverweigerer bezeichnet. Viele, die den Eid nicht leisteten, wurden für ihre Treue zu Rom körperlich angegangen. Und dann Christen wurden verfolgt? Komm her! Ich zerquetsche! Aber sofort! Warum laufen die nun auf einmal so schnell? Doch, ihr solltet den Tod fürchten. Lasst es bitte. Nein! Ihr solltet den Tod schon fürchten, meine Damen. Alter, wie viele ballern denn hier rum? Das war schon eine tote Nonne. Aufgabe abgeschlossen. Das war aber jetzt Glück, dass ich die abgeschlossen habe. Die habe ich nicht gut verteidigt, die Nonnen. Als ob ich jetzt hier mit den zwei Typen, die da rumballern, irgendwie was machen werde. Als ob. Die Mission habe ich irgendwie geschafft. Ich weiß nicht wie, aber ich habe sie geschafft. Ich meine, geschenkten Gold schaut man nicht ins Maul, nicht wahr? Lass ich einfach mal so stehen, dass ich das angeblich geschafft habe. Warum werden mir keine Missionen angezeigt? Weil ich noch verfolgt werde. Oder was? Dann werden einem keine Missionen mehr angezeigt. Auf der Minimap. Okay. Gut. Das heißt, die haben wir hier. 4 von 4, wunderbar. Und dann sind noch hier die 3 Missionen. Dann haben wir die nämlich auch. Und hier sind nämlich 1 von 3. Das heißt, eine davon wird, glaube ich, dann hier oben mit reinzählen. Und da sind es noch 4 Missionen, die da fehlen. Kann das sein, dass es wirklich noch 4 Missionen sind, die uns dann fehlen? Nee, es war noch mehr als das, oder? Das sind die 4 da unten, glaube ich dann. Direkt hier die 4, die uns fehlen. Und da oben die 3, die sind da vermutlich im Norden oder so. Schauen wir doch einfach mal. Ich glaube, hier oben waren auch noch welche, wo mir was fehlte. Naja, hier. Hier fehlt mal eine Mission, zum Beispiel eine Nebenmission.
Hier fehlt mal eine Nebenmission, okay. Vermutlich auch wohl eine dritte, ne? Auch was bestimmt noch eine dritte Nebenmission, die mir hier fehlt. War das gerade die? 3 von 4? Ne, das war das, was wir schon gerade eben hatten. 1 von 2. In der Mitte fehlt's mir auch nicht. Weird. Ich finde nicht, wo mir das fehlt. Vielleicht fehlt mir hier drüben auch noch wirklich einer, aber das sieht nicht so aus. Komisch. Keine Ahnung. Werden wir schon auch irgendwie rausfinden. Vielleicht fehlt mir irgendwie in, ich weiß nicht, Versailles, ne, Nebenmission. Ich hab keine Ahnung, ob da noch eine freigeschaltet wird oder so. Bin ich überfragt. Aber wir müssen noch die 3 machen. Danach haben wir noch Kriminalfälle und da freue ich mich so drauf, Leute. Oh! Ich liebe es, vor euch zu lesen. Und ich liebe es, dass ich mit dabei den Zuschauer habe, die sich scheinbar wirklich die Parts anschauen und sich und aufmerksam zuhören, während ich die Texte vorlese. Das finde ich super. Ich meine, ich habe jetzt auch wirklich lange geübt, mit meinem YouTube-Kanal zu lesen. Und ich bin immer noch nicht besonders gut, aber ich habe mich schon gebessert, würde ich sagen. Ich bin schon ein bisschen besser geworden. Ich meine, ich merke es auch beim Sprechen, also dass ich beim Sprechen auch ein bisschen besser geworden bin. Auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, so wirklich die richtigen Worte zu finden, während man gerade am Zocken ist und versucht irgendwie sich zu konzentrieren, dass man auch noch gutes Gameplay abliefert, während man redet. Ich sollte vielleicht ein bisschen weniger Aufmerksamkeit aufs Gameplay legen, mehr Aufmerksamkeit auf das, was ich sage, legen. Das wäre vielleicht langfristig sinnvoller und dann vielleicht kommt das Gameplay dann ja nach, das zieht dann vielleicht hinterher. Keine Ahnung. Aber bisher bin ich eigentlich zufrieden mit allem, was ich auf YouTube gemacht habe, was Gameplay angeht. Also es ist natürlich nicht das beste Gameplay aller Zeiten, das ist klar, aber meins ist bis jetzt eigentlich mal ganz gut. 25.000 gibt es hierfür. André Chenier, satirische Verse bergen. Wie viel Geld habe ich denn eigentlich gerade? Ich habe doch bestimmt wieder 150. What? Ich habe 19.000 Assassin-Punkte. Ihr wisst, was das heißt, ne? Wir können bald 2 Ausrüstungsteile von uns upgraden. Nice. Wir können bald 2 davon, Moment, 2 davon upgraden. Ist halt die Frage, was wir dann machen, ne? Ich meine, wir können jetzt theoretisch schon 1 upgraden. Das ist schon verbessert hier. Wunderbar. Die Brust. Oh, die Brust wäre schon gar nicht so schlecht. Die Unterarme sind schon verbessert. Die sind auch schon verbessert. Wir haben schon fast alles verbessert. Fallschaden und sowas ist irrelevant. Und das wenige Gesundheit, was wir mehr bekommen, ist halt ein Witz. Ist halt legit einfach ein Witz. Ich meine, da würde ich mir echt lieber das hier nehmen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich will halt gerne die Fall und Geräusche. Ich würde gerne ein Ding haben mit Geräusche und mit Gesundheit sehr viel. Das wäre super. Das wäre ein super Mix. Bei Geräusche bin ich schon voll vom. Dann kann ich mich besser so durch die Gegend schleichen. Aber naja. Ja, Motor müssen wir nicht. Waffen natürlich müssen wir auch natürlich gucken. Aber das Problem ist da, die kosten auch 10.000. Na, das ist das Problem. Die dann auch noch zu upgraden ist, ja, leider ein bisschen nervig, ne? Was soll man machen? Oh, die haben wir. Nee, ich dachte gerade, die hat mir freigeschaltet. Aber die haben wir hier freigeschaltet. Kann das sein? Aber die, warum wird mir die jetzt so angezeigt mit einem Ausrufezeichen? Keine Ahnung. Aber ich glaube, die haben wir freigeschaltet, weil die hatten wir vorher nicht. Die ist aber auch deutlich langsamer als meine Pistole. Ich meine, die sind beide langsamer. Die haben keine. Komisch. Naja, egal. Egal. Wir brauchen auf jeden Fall 10.000 Punkte für ein Upgrade. Das heißt, wir brauchen noch 500 Credo-Punkte. Und dann können wir das auch machen. Da haben wir 2 neue Upgrades. Von 4, die uns fehlen, wenn ich das richtig gesehen habe. Die beiden Waffen und noch 2 Ausrüstungsteile fehlen uns. Ihr da. Seid ihr die Antwort auf. André Chenier. Der Dichter André-Marie Chenier studierte die alten Klassiker und das antike Griechenland. Er verkehrte in den höchsten literarischen und aristokratischen Kreisen und gewann Anerkennung für seine Texte. Sein Streben war es, ein moderner Homer zu werden. Während der Revolution schrieb er für das Journal de Paris. Er geißelte die Exzesse der Revolution und übte in seinen satirischen Gedichten ganz offen Kritik an Robespierre, Marat und dem Maler Jacques-Louis David. Als er während der September-Massaker zum Ziel zu werden drohte, verließ er Paris und flüchtete in die Provinz. 1794 wurde er festgenommen und geköpft. Bete auf die Bitten eines Poeten, der die Ehre Frankreichs im Herzen trägt, sagt den Namen Jacques-Louis David und seht, ob es euch nicht wirkt dabei. Nun, ich habe ein paar Gedichte verfasst, die das Leben jenes abscheulichen Agitators persiflieren. Leider
befinden sich die letzten Verse in meinem Heim unter Verschluss. Wenn ihr mir sie beschafft, erfährt das Volk von Frankreich die Wahrheit über Davids Hirngespinste. Und mein Vermächtnis wäre gesichert. Geht. Okay. Die sind alle relativ gleich weit weg. Aber die Symbole sind verschiedene Stockwerke oder so des gleichen Gebäudes. Das ist auf jeden Fall ein großes Sperrgebiet, in das wir müssen. Okay, I see it. Fängt schon mal mit denen an, die oben stehen. Ganz schön viele Gegner übrigens. So, wir werden jetzt erstmal, wir tauchen jetzt erstmal wieder unter, damit wir den damit einem Luftattentat töten können, hoffentlich. Ich brauche die Credo-Punkte, Leute. 10.000. Oh, Upgrade. Ah ne, jetzt würde er den da unten angreifen und nicht den hier oben. Das war sehr gut, oder? Können wir das jetzt lesen? Nee, ne? Nee, schade. Ich habe Gedichte nie verstanden. Wunderbar. Alles drei geschafft, beschafft. Wir können jetzt hier hinten rauslaufen, oder? Gibt es ja auch von die Möglichkeit, schnell nach oben zu kommen? Nee, ne? Ich hätte gerne die Möglichkeit, schnell nach oben zu kommen, aber oben sind ja eh keine mehr. Wir können auch rumklettern. Wenn wir alle umgebracht haben. Die Mission habe ich jetzt aber auf eine Art und Weise gelöst, die ich ganz cool fand. Ich weiß nicht, was da gerade eben los war, warum die alle rausgelaufen sind. Das war sehr glücklich für mich, ne? Sind die einfach alle losgelaufen? Ja gut, dann das nehme ich mit, ne? Wenn die Idioten da alle weglaufen, ist ja gar kein Problem für mich. Aber was mache ich denn da? Ich laufe einfach an den Typen vorbei. Oh, mein Vers. Bravo, mon ami, bravo. Nun kann ganz Frankreich den Abschluss des Jeu de Paume hören und sehen, mit welchen Farben Jacques-Louis David wirklich malt. Ach, sie werden verrückt vor Lachen. Garantiert. Das war's. Ja, wir können die lesen. Ja, wenn das Spiel nicht wieder das gemacht hätte, was es ganz gerne tut. Ob wir die jetzt wiederfinden, kann ich euch nicht versprechen. Vermutlich eher nicht. Das wird ein bisschen dauern, das jetzt zu finden. Keine Ahnung, wo das hier drin sein könnte jetzt. Assassin-Informationen? Nee. Objekte? Da, ja. Das ist nur ein Gedicht, was wir bekommen haben.
Genie-Gedicht, die junge Gefangene, die junge Gefangene. Dem jungen Halm ist noch vor keiner Sichel bang. Die Rebe schweigt im Tau den goldenen Sommer lang. Und denkt der Kelter nicht der Herben und ich wie sie so schön und ach so jung wie sie. Ob mir die Stunde gleich kein Holdgeschick verlieh. Auch ich will noch nicht sterben. Mag kalt und tränenlos ein Mann zum Tode gehen. Ich weine und hoffe noch, ich neig im Windeswehen. Mein Haupt ist wieder zu erheben. So süße Tage gibt's, ob mancher bitter war. Wo ist mein Honigtrank des herben Nachgeschmacks bar? Ein Meer, das ewig klar und eben. Noch wohnt in meiner Brust die Lust am süßen Schein. Vergebens engen mich des Kerkers Mauern ein. Die Hoffnung leiht mir ihre Schwingen. Es taucht die Nachtigall sich doppelt frei und froh. Ins wolkenlose Blau, wenn sie dem Netz entfloh und lässt ihr schmetternd Lied erklingen. Warum doch stirb ich schon? In Frieden schlaf ich ein, in Frieden wach ich auf, mir stört mit ihrer Pein. Den süßen Traum, die Reue nimmer. Ich bin des Kerkers Licht, es lächelt, wer mich sieht. Die Stirn selbst, die der Gram in ewigen Falten zieht, umspielt ein leiser Freudenschimmer. Ach, fern noch liegt das Ziel, das ich erwandern muss. Den ersten Ulm kaum vorüberschritt mein Fuß. Die längst dem Pfade Schatten spenden, am wunderreichen Mahl des Lebens hab ich kaum. Die Lippen noch genetzt und kaum genippt vom Schaum des vollen Kelchs in meinen Händen. Ich bin im Frühling erst, die Ernte noch zu sehen. Möchte ich von Kreis zu Kreis mein Jahr vollendend gehen. So wie die Sonne dort im Blauen, der Lilie bin ich gleich, die frisch vom Tau geweckt, vom schlanken Stiel den Kelch hinauf ins Frührot streckt. Des Abends Strahl auch möchte ich schauen. Entweiche, denn zu früh noch ist's, o Tod. Wo dich Verzweiflung ruft, wo dich ersehnt die Not. Geht, deine Beute zu erwerben, doch mir verheißt die Flur der Blumen noch so viel, die Lieb ihrer selig Glück, die Mus ihrer Seitenspiel. Ich kann, ich will so jung nicht sterben, so klag in ihrer Haft ein Mädchen schön und bleich und leisen Widerhals der Eolsharfe gleich. Fühlt ich mein Seitenspiel erbeben, Anmut war all ihr Tun, ihr Seufzen Melodie, und wer ihr nur geahnt, der zitterte wie sie für dieses junge, süße Leben. Sollt dieses Kerkerlied nun junge Herzen rühren, in freier Zeit des Mädchens Namens aufzuspüren, ist dies die Antwort aus dem Grabe, die Anmut zierte ihr die Tat, die Sprache und den Gang, und dies ist der Unschuld Lehre, die sie uns allen sang, das Leben ist des Himmels beste Gabe. Übersetzung von Emanuel Geibel, 1815 bis 1884. War nochmal schön. Haben wir ein Gedicht bekommen. Das war die bessere Belohnung. Also das Geld braucht man nicht so dringend, aber das Gedicht war eine schönere Belohnung. Auch wenn ich ein bisschen verkackt habe, aber hey. Ich lerne, ja? Ich war erst total erstaunt, dass das im Deutschen reimt und dann, klar, jemand übersetzt. Schere, Papier, Schlange, Kröte, Bär. Drei Schläger töten, die den Bezirk terrorisieren. Die Kröte, die Schlange und den Bären. Drei Männer verbreiten Angst in der Nachbarschaft. Die Sanze Klotten. Der Begriff Sanze Klotz, wörtlich übersetzt ohne Kulotten oder ohne Kniehosen, bezog sich anfangs auf ganz gewöhnliche Menschen, die im Namen der Revolution gewalttätige Akte begingen. Man nannte sie so, weil sie zur Unterschicht gehörten, in der man Pantalons, Lagerhosen statt Kulotz, Kniehosen trug. Was du neulich mal in Frankreich auch heutzutage tragen, viele der Männer dort keine langen Hosen. Im Laufe der Zeit wurde dieser Begriff dann für all jene verwendet, die der Aristokratie und der Konterrevolution entgegenstanden. Stehlen, kämpfen, trinken, bringen Falschgeld in Umlauf, nehmen sich was und wen immer sie wollen. Wenn wir uns wehren, drohen sie uns mit der Guillotine. Wir kennen ihre Spitznamen. Der Große heißt Kröte, der Schleimige nennt sich Schlange und der wirklich, wirklich Grausame nennt sich Bär. Und das alles vor unseren Augen, rund um den Marktplatz. Das werden wir lösen, das Problem. Hier geht es nicht weiter. Bleibt zurück. Im Anschein nach können wir das heimlich machen. Ich bin hier. Also, meine Falle!
So. Da haben wir alle getötet. Obwohl ich es heimlich gemacht habe, aber hey! So heimlich war das nämlich gar nicht, aber ich bin da schon ziemlich offensiv reingegangen gerade. Um sich zu geben. Muss ich ja einsehen, dass ich da gerade sehr aggressiv vorgegangen bin. Gebe ich jetzt zu. Ich meine, ich könnte es einfach so machen. Ihr seht, das geht auch so, ne? Also, das war schon ziemlich nice gerade. Einfach ein paar Rauchbomben. Und so ist die Mission auf einmal ganz easy. Nice. Das freut mich doch. Dann haben wir noch eine Mission hier. Haben wir auch eine neue Mission, die aufgepoppt ist irgendwo? Nee, ne? Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt? Nö. Nichts dergleichen. Na gut. Dann haben wir die letzte Mission, die wir noch machen müssen. Danach haben wir nur noch Kriminalfälle. Und die sind halt schon spannend. Also spannend ist vielleicht übertrieben. Also sind spaßig. Spannend sind sie nicht unbedingt, aber spaßig sind sie. Vor allem, wenn ich mich wieder blamiere und einfach dreimal den falschen Person nehme, wie bei dem Schauspielertruppe da. Keine Ahnung, was war einfach... Ich war vor allem, es war ja meine Intuition, dass der Typ es ist. Aber dann dachte ich mir, das kann ja nicht sein. Das geht ja nicht. Dann ja doch, war doch... Weil ich auch was übersehen hatte, glaube ich. Weil ich irgendeinen Satz oder so übersehen hatte oder nicht ganz richtig verstanden hatte. Aber wie sowas war das ja. Keine Ahnung. War lustig. War eine der weniger großen Glanzleistungen von mir. Eher so eine Mattleistung höchstens. Glanz hat da nämlich nichts. Ich habe höchstens mit Inkompetenz geglänzt. 25.000 wieder. Cartouches Memoiren. Okay. Gibt es Ärger, Monsieur? Ihr? Ich. Louis Dominique Cartouche. Der beim Temple in Paris geborene und später nur als Cartouche bekannte Mann raubte Kutschen auf den Straßen und Herrenhäusern der Stadt aus. Und trotz Kutschen auf den Straßen und Herrenhäuser. Also Kutschen auf den Straßen und Herrenhäuser in der Stadt aus. Und trotz, weil nicht Kutschen in Herrenhäusern. In der Stadt aus und trotz dieses Brigantentums, seiner Betrügereien und seiner ununterbrochenen Missetaten, wurde Cartouche bei der Pariser Bevölkerung sehr beliebt. Er war bekannt dafür, die Reichen auszurauben und das in einer düsteren Zeit, die von Wirtschaftskrisen und mageren Einkommen geprägt war. Es entstand eine Reihe von Liedern zum Lobpreis Cartouches. Er wurde von einem seiner Schergen verraten und im Grand Châtelet eingesperrt, ehe man ihn am 28. November 1721 am Place de Grève aufs Rad flocht. Es war eine große Menge anwesend, die begierig darauf war, jenen Räuber zu sehen, der die Polizei und indirekt auch die Monarchie so lange an der Nase herumgeführt hatte. Seine Jahre bei der Bruderschaft hat man hier außen vor gelassen. Ach, dieser einfallsreiche Schwindler, aufs Rad geflochten. Da steckt doch mehr dahinter. Ah, das war ein Assassiner, okay. Wir sind der Inbegriff von Ärger, oder? Ich bin Cartouche. Sagt euch der Name etwas? Das tut er. Cartouche war ein Kämpfer für das Volk. Ein Verfechter der Freiheit und auch ein Gauner. Und zugleich Assassine. Doch er starb vor Jahrzehnten, zu Tode geprügelt von den Männern des Königs. Also verzeiht mir meine Skepsis. Eure Zweifel sind berechtigt. Ich könnte es beweisen, aber... Meine Memoiren wurden gestohlen. Von Templern. Es stehen Geheimnisse darin, die sie nicht behalten dürfen. Ich hole euch diese Seiten zurück, Bürger. Und sei es nur, um die Auflösung eures Ammenmärchens zu hören. Ja, dann schauen wir mal. Ist ja nicht so weit. Das kriegen wir hin. Von dem... Na, wäre cool gewesen, von da abzuspringen, über die Mauer zu springen. Geht natürlich nicht, weil das Spiel wieder natürlich Assassin's Creed heißt. Dass er im früheren Assassin's Creed hat, das funktioniert. Da bin ich mir absolut sicher. Na gut, dann laufen wir halt den langen Weg, weil das Spiel es so von uns möchte. Ja, wenn ich mich gegen das Spiel zu setzen. Oder zu stellen. Zu setzen. Gegen das Spiel.
Ja, ich habe gerade eben noch davon gesprochen, dass ich jetzt besser reden kann und dann lasse ich sowas los. Ich meine, dass ich Wörter manchmal vertausche. In Sprichwörtern und sowas. Das ist schon mal. Das ist einfach, wie man Hören gedrahtet ist. Es dreht manchmal Dinge um. Warum geht denn nicht an die Truhe? Geh doch an die Truhe. Kann ich jetzt mal bitte wieder in eine andere Richtung gucken? Nee, ne? Der bleibt jetzt einfach so da stehen. War ja klar. Ich will nicht den plündern. Ich kann gerade sagen, warum wird das nicht abgehakt? Du bist kein Patriot. Oh, wir können die sogar lesen. Das Manuskript ist in sehr schlechtem Zustand. Viele Seiten fehlen oder sind unleserlich. Einige Absätze lassen sich jedoch entziffern. In Armut geboren führte ich ein Leben der Ausschweifungen, Plünderungen und Verbrechen. Es war glorreich. Meine Jugend bestand aus der üblichen Aneinanderreihung kleinerer Diebstähle, wie sie all meine Kameraden am nördlichen Rand von Paris begingen. Mit 15 Jahren wendete sich das Blatt indes ganz unerwartet mit dem Einbruch in ein entzückendes Landhaus. Zwei Seiten sind versenkt und damit völlig unleserlich. Ihr solltet lieber nicht davon ausgehen, dass Madame de N., die wissentliche Verführerin Delilah und ich der unschuldige Samson war. Wisset vielmehr, dass ich sämtliche Verführungen als Ehrensache betrachtete. Diese eine nun war schlicht reizvoller als alles, was ich zuvor gekannt hatte. Madame de N. unterwies mich in den Liebeskünsten. Du bist alles andere als gut aussehend, teilte sie mir streng mit. Deshalb muss deine Waffe der Charme sein. Benutze ihn im Übermaß. Wie beim Wein merkt niemand, dass er davon schon genug genossen hat. Meine zerklüftete Narbe und meine zerschmetterte Nase, die ich bisher immer als Makel angesehen hatte, wurden nun zu einzigartigen Merkmalen, die mich von anderen unterschieden. Ein schiefes Lächeln und ein einnehmendes Wesen brachten mich weiter als so manch gut gebauten Bauernburschen. Eine sanfte Schlagfertigkeit kann einem Zugang zu ungeahnten, mehrere Sätze sind mit Asche verschmiert.
Sie lehrte mich auch, wie man mit nur einem einzigen schmalen Schlitz eine Orange aus ihrer Schale holt. Diese Fähigkeit sollte sich noch als erstaunlich nützlich erweisen. Um genau zu sein, schloss mich der Priester von der Beichte aus. Die Einzelheiten meiner Sünden waren nicht zu liederlich für seinen rot anlaufenden Ohren. Ich ergab mich der Idee, wieder und wieder zu sündigen und wieder, ohne auf Erlösung hoffen zu dürfen. An dieser Stelle sind mehrere Seiten zerrissen oder fleckig, als dass man sie lesen konnte. Wir holten die Kutsche auf der Straße nach Arras ein. Drei Herzöge, die töricht genug waren, viel zu viel Silber und Schmuck zu tragen. Einen solchen Schatz kann man doch nicht horten. Die Adligen setzten ihre Reise zu Fuß in ihrer Unterwäsche fort, während wir ihre Reichtümer unter den Dörflern verteilten und ausgaben, womit wir uns obendrein auch noch Verbündete schufen. Verbündete, die sich mein ganzes Leben lang als nützlich erweisen sollten. Der Großteil des Manuskripts scheint hier einfach verloren gegangen zu sein. Es setzt mitten in der berühmten öffentlichen Hinrichtung von Cartouche wieder ein. Suchte in der Menge nach bekannten Gesichtern und in der Tat, da gab es einige. In ihren Zügen war eine Mischung aus Mitleid und Scham gemeißelt, denn, werter Leser, jedes Menschenwesen hat viele Regungen, die zu jedem Zeitpunkt darum ringen, Ausdruck zu finden. In der Tat ist es eher selten, dass nur ein einziges Gefühl das menschliche Herz beherrscht. Und dort auf diesen Gesichtern, den Gesichtern all jener, denen ich in Zeiten der Not geholfen hatte und all jener, die an meiner Seite gestohlen und geraubt hatten, rang zwei Säfte um die Vorherrschaft. Der erste nährte den begierigen Wunsch, mir zu helfen, mich aus meiner Not zu erlösen und vielleicht sogar meine Strafe mit mir zu teilen. Doch das andere Gefühl, das ich dort entdeckte, war von düsterer Färbung. Der Wunsch, einen Menschen in Stücke gerissen zu sehen, ein Verlangen nach Blut, Schmerz und Tod. Selbst Freunde können einen Verlust beklagen und sich dennoch am blutigen Schauspiel ergötzen. Von solcher Art ist die menschliche Bestie. Dieser Abschnitt der Memoiren bricht an dieser Stelle ab. Aber wenn es da noch mehr Memoiren gibt, da muss man ja die Frage stellen, da hat er ja auch überlebt, oder? Wenn das gerade ein Bericht von seiner Hinrichtung war oder aus der Zeit seiner Hinrichtung stammt. Ich meine, da muss man sich ja die Frage gefallen lassen, ob da nicht irgendwie in den zweiten Memoiren da nicht noch ein Text ist, der dann quasi beweist, dass er noch lebt. Weil er muss ja noch mehr geschrieben haben dann. Oder es hat jemand gefaked. Natürlich, das kann natürlich auch sein. Ob das jetzt wirklich von ihm ist, das weiß man natürlich nicht. Neue Gegner. Was ist das denn für ein Spiel hier gerade? Alle Gegner tot und dann spawnt das Spiel einfach neue Gegner, die hier rüberklettern. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich stehe einfach fest. Manchmal ist das Spiel echt verwirrend. Tot, wenn es so weitergeht. Kann ich nicht runterklettern. Okay, letzten Memoiren von Cartouche. Ein zweiter Teil. Die Geschichte scheint in Medias Res zu beginnen.
In diesem Falle suchte ich nur nach einem Gesicht. Gewiss würde sie mir eine sichere Reise in den Tod wünschen, selbst wenn sie dafür das Bett eines anderen einige Minuten vor der Zeit verlassen musste. Doch ich sah weder ihre rabenschwarzen Löckchen noch ihre blitzenden Augen. Grob wurde ich aufs Schafott gezerrt. Dort stand das große Rad vor mir. Jene Gerätschaft, die gebaut worden war, um als Vorspiegel eines blutigen Todes unvorstellbare Schmerzen zu bereiten. Seltsamerweise erschien es viel zu klein für einen solch schrecklichen Zweck. Der Henker stieß mich gegen die grob behauenen Balken und schnallte mich mit den Lederriemen fest. Abgenutzt durch zahllose verdammte Seelen, die mir vorausgegangen waren. In diesem Augenblick tat er etwas wahrlich Außergewöhnliches. Er verdeckte mich mit seinem kräftigen Körper vor der Menge und schob mit einer raschen Bewegung einen feuchten, unförmigen Beutel zwischen meinen Rücken und das Rad. Was? Brachte ich noch hervor. Er warf mir einen Blick zu und zischte. Schweineblase, gefüllt mit Blut. Dann schaute er auf die Menge. Ich folgte seinem Blick und wagte nicht zu hoffen. Doch dort war sie. Er schaute geradewegs zu Mireille. Ach, was für eine Flut von Gefühlen in diesem Augenblick über meine gemarterte Seele hereinbrach. Meine geliebte Mireille war gekommen, um mich zu retten. Der Preis, daran konnte es keinen Zweifel geben, den sie entrichtet hatte, bestand wohl darin, dass sie sich in Geflüsten dieses groben Henkers ergeben hatte. Der Mann schaute mir in die Augen und stopfte mir eine wesentlich kleinere Blase in den Mund. Beiß zu, wenn die Zeit gekommen ist. Er hob die Hand, um die Menge zum Schweigen zu bringen, und warf dann sein beträchtliches Gewicht gegen den Hebel. Das Rad gab ein tiefes Stöhnen von sich, als ob es aus festem Schlaf erwachte. Arme, Bein und Rückgrat wurden mir straff gespannt, während die Riemen mir ins Fleisch schnitten. Die Menge erbebte voller Freude und Grauen, mein ganzer Körper war der Länge nach ein einziger Strang der Pein. Ach, welches Entzücken die versammelten Massen durchströmte. Sie riefen nach mehr, mehr. In irrer Verzweiflung versuchte ich körperlich zurückzuweichen, als könnte die Kraft meiner Muskeln und Sehnen die verfluchte Dehnung des Rats aufhalten. Der Riese zog umso kräftiger und zerrte mich und setzte sich qualvoll in die Länge. Schweiß stand mir nun auf der Stirn, und mit jedem Ziehen des Hebels rann mir mehr davon die Brust hinab. Die kleine Blase in meinem Mund hinderte mich am Schreien, sogar das Atmen fiel mir schwer. Noch einmal wurde am Hebel gezogen und ich spürte, wie mir die Arme aus den Schultergelenken gezerrt wurden. Wenn das die Rettung war, dann war sie eine von der übelsten Sorte. Ich gab dem Rad nach, versuchte, seinen Fortlauf nicht länger zu verhindern, und es kam voran. Ich spürte, wie sich eine Sehne in meinem Bein losriss, als wäre ich eine gebratene Taube. Dann löste sich mein Oberarm mit einem satten Knall ganz aus meiner Schultergelenk. Perverserweise linderte dies den Schmerz, da mein Körper nun nicht länger voll auf Zug gehalten wurde. Doch dies war nur von kurzer Dauer. Wieder knarrte der Hebel, wieder jubelte die Menge, und meine Muskeln waren schier zum Zerreißen gespannt. Bald müsste doch die Blase platzen. Ich versuchte schwach, meinen Rücken gegen sie zu drücken, um die Täuschung zu beschleunigen. Doch ein weiterer Zug meines Folterers an seinen Hebel machte diesen Mühen ein Ende. Er zog und zog. Und ja, da. Auch meine andere Schulter gab nach. Ach, was für einen schmerzhaften Ruck. Ich verspürte, als meine Arme endlich aus ihren Sockeln gelöst waren. Doch diese letzte kleine Anstrengung reichte. Die Blase platzte unter mir. Und mir spritzte Blut über Rücken und Beine, als wäre meine Eingeweide einfach explodiert. Die Menge wurde rasend vor Freude, ein Delirium, das seinen Höhepunkt fand, als ich die Blase zwischen meinen Zähnen zerbiss. Mein Mund füllte sich mit dickem Schweineblut, das ich angewidert ausspie, nur um dann sogleich in mich zusammenzusinken. Ich verlor das Bewusstsein. Die nächsten Seiten scheinen irgendwann völlig durchnässt worden zu sein, bis ganz am Ende es nicht mehr zu entziffern. So begann meine Lehrzeit, in der ich stahl und schwitzte und Verbrechen beging, nicht mehr für mich selbst und meinen eigenen Ruf, sondern für ein seltsames Pack heikler Gesellen, die Assassinen. Unter ihnen war Mireille, die Anführerin. Und weiter, Leser, meine Arbeit dort muss für immer und ewig in Schweigen gehüllt bleiben. Also es ist die Geschichte, die sie jetzt erzählen, dass er überlebt hat. Und interessant. Aber das meine ich halt eben. Man fühlt sich so in die Lücken und erzählt so ein bisschen die Geschichte, die so zwischen der wahren Geschichte passiert. Das ist halt das, was ich halt sehr liebe an Assassin's Creed eigentlich. Oder geliebt habe, was heute nicht mehr ganz so der Fall ist. Aber das, was ich an Assassin's Creed liebe, ist hier immer noch da. Das ist schon mal schön zu sehen, oder? Tja. Noch. Das wird sich ändern. Das wird sich leider ändern. Part ist 8,4 GB groß. Eieiei. Ja, das ist immer das Ding mit den 1-Stunde-Parts, ne? Eine Stunde ist immer. Uiuiui. Die Memoiren. Ja, gibt sie schon her. Um ehrlich zu sein, sind es nicht nur meine. Der wahre Cartouche, Louis Dominique, überlebte die Hinrichtung und wurde eine Assassine, so wie es hier steht. Bevor er starb, vermachte er dies meinem Vorgänger,
einem Assassin, der ebenfalls den Namen Cartouche annahm. Ich führte das Werk meiner Vorgänger fort. Ich stahl von den Reichen, um die Armen zu ernähren. Und ich war ziemlich gut darin. Doch nun bin ich ein alter Mann. Schwach und lahm bin ich geworden. Ich suche jemanden, der meine Arbeit weiterführt und den Namen Cartouche in ein neues Jahrhundert trägt. Verstehe. Bin ich der glückliche Erbe? Ihr seid auf jeden Fall ein würdiger Kandidat. Ich werde eure Fortschritte beobachten und meine Entscheidung später treffen. Nice. Also war er kein Lügner. Immerhin. So, das heißt, wir haben jetzt entweder haben wir alle Missionen oder es schalten sich noch welche frei für uns, wo wir Cartouche spielen. Aber es sieht nicht so aus, als wären neue Nebenquests aufgetaucht für uns. Warte mal, wir haben noch die Sicht, wo man nur die Mission sieht, genau. Nee, es ist keine neue Nebenmission aufgetaucht. Wir haben nur die Mordfälle, die wir noch untersuchen müssen. Einige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wir haben, glaube ich, noch mehr als die 7, weil uns noch irgendwie einer fehlt, weil wir den noch nicht entdeckt haben. Ich glaube, es sind sogar noch mehr als 7. Sogar. Pariser Geschichten haben wir, wie gesagt, fast alle durch. Sind noch die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da oben, die wir noch nicht haben. Und hier sind es... Wir können theoretisch alle nachverfolgen, lustigerweise. Was komisch ist, weil wir haben die nicht alle aufgedeckt, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück noch. Also das Doppelte, was wir bisher gemacht haben. Immerhin. Ja, gut. Aber das dann alles im nächsten Part. Alter, guckt euch das an, ey. Langsam wird's hier, ne? Langsam wird's hier. 77% Pariser Geschichten, 88% Verschiedenes. Leider kein Prozent gegeben heute, ne? Krass. Krass, krass, krass. Ja gut, dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif und immer das Beste aus eurem Leben und euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!